Hallo, ich bin Ulrike Groß, die Direktorin vom Kunstmuseum Stuttgart. Ich befinde mich hier in den Sammlungsräumen des Museums. Unsere Sammlung wächst beständig und diese Dynamik verdankt das Museum den Zugewinnen, die es vor allen Dingen durch Ankäufe und Schenkungen erhält. Heute möchte ich drei Künstlerinnen in unserer Sammlung vorstellen. Denn die Debatten der letzten Jahre um Gendergerechtigkeit im Kunstbetrieb haben wieder einmal gezeigt, dass Künstlerinnen in Sammlungen und auch in Ausstellungen immer noch nicht den Anteil wie männliche Künstler erreichen. Allerdings, und das ist wichtig, richtig, gut und erfreulich, werden seit einiger Zeit zunehmend und bewusst Sammlungserweiterungen mit Werken von Künstlerinnen vorgenommen. Rückwirkend Lücken gefüllt und damit Bestände korrigiert. Ein gutes Beispiel für dieses Nachsammeln, also das Schließen von Lücken, ist die Künstlerin Hanne Brenken. Hanne Brenken wurde 1923 in Duisburg geboren und starb 2019 in Südfrankreich. Mit ihrer Kunst begann sie in Düsseldorf, wo ihr Mann beruflich zu tun hatte. Obwohl sie nie eine künstlerische Ausbildung erhalten hatte, schloss sie sich in Düsseldorf schon bald dem informellen Kreis um Winfried Gaul und Peter Brüning an und schuf ihre eigenen informellen Gemälde. Es entstehen mehrere sogenannte rote Bilder, von denen eines sich seit 2020 im Kunstmuseum Stuttgart befindet. Zwar unterstützten und förderten die männlichen Kollegen Hanne Brenken und luden sie zu Gruppenausstellungen ein, legten ihr andererseits jedoch nahe, auf Verkäufe zu verzichten, denn sie hätte ja einen Mann, der Geld verdient. 1960 zog die Familie nach Stuttgart. Hier in Stuttgart fand Brenken Anschluss an den Schülerkreis um Willi Baumeister, zu dem auch die Künstler Georg Karl Fahler und Herbert Otto Hayek gehörten. Vor allem der intensive Austausch mit Fahler führte zu starkfarbigen geometrischen Bildern. Und um diese Bilder zu sehen, gehen wir jetzt in den nächsten Raum. Zwei der drei in unserer Sammlung zu sehenden Arbeiten erwarb das Kunstmuseum im letzten Jahr. Pakumtak 2 von 1968 und Signale von 1970. Ein weiteres Gemälde ohne Titel von 1965, das kleinste in der Reihe, wurde uns geschenkt. Es handelt sich um symmetrisch angeordnete geometrische Formationen, die teilweise mit ihren konzentrischen Kreisen an Zielscheiben erinnern. Die Basisformen wurden mit Zirkel und Lineal gezogen. Die Flächen sind glatt ausgemalt, kein Pinselstrich ist mehr zu erkennen. Was für ein Unterschied zu ihrer informellen Phase. In Stuttgart eröffnete Hanne Brenken 1967 unter anderem eine Ausstellung ihrer Werke in der damaligen Galerie am Johannisbrunnen in Bad Cannstatt. 1970 zog sie dann nach München und zeigte dort ihre Werke. 1978 siedelte sie mit ihrem zweiten Mann in die USA über. Später kehrte sie nach Deutschland zurück und lebte von dort an bis zu ihrem Tod in Deutschland und Südfrankreich. Wir freuen uns sehr, dass die Tochter von Hanne Brenken uns im letzten Jahr Unterlagen zur Biografie der Künstlerin hinterlassen hat, unter anderem auch dieses Buch, was inzwischen vergriffen ist und was eines der Klassiker ist in Bezug auf die deutsche Kunst der 60er Jahre. Die Malerei, Collage, Op-Art und Grafik. Und in diesem Buch, was 1971 erschien, ist Hanne Brenken groß vertreten. Außerdem hat uns die Tochter drei Zeichnungen geschenkt, sodass wir zusätzlich zu diesem kleinen Gemälde dort auch noch weitere Schenkungen erhalten haben. Mit den Neuzugängen von Hanne Brenken und Marie-Louisa Heller, die hier zu sehen ist, konnten wichtige Lücken im Bereich geometrischer Kunst
der späten 1960er und 1970er Jahre geschlossen werden. Bislang wurde diese Kunstrichtung in unserer Sammlung ausschließlich durch Werke von Männern dokumentiert. Nun können auch zwei bislang wenig bekannte Pionierinnen dem Publikum vorgestellt werden. Hanne Brenken ist meiner Meinung nach heute zu Unrecht fast vergessen. Arbeiten von ihr befinden sich in den Sammlungen des Guggenheim Museum, des Queens Museum, beides New York, in der Städtischen Galerie des Lenbachhaus München und der Berliner Nationalgalerie und jetzt auch im Kunstmuseum Stuttgart. Nevin Aladag wurde 1972 in der Türkei geboren. Ein Jahr später ging die Familie nach Deutschland. Nevin Aladag wuchs hier in Stuttgart auf, wo ihr Vater in einer großen deutschen Automobilfirma arbeitete. Vor dem Hintergrund ihrer Zugehörigkeit zu zwei Kulturen, der türkischen und der deutschen, stellt Nevin Aladag immer wieder die Themen Heimat, Grenzerfahrung, Identität und Gemeinschaft in den Mittelpunkt ihrer künstlerischen Arbeit und setzt diese in den Medien Fotografie, Skulptur, Performance, Installation und Video um. Ein Beispiel dafür ist ihr Werk Social Fabric Spring Seeds von 2019, das wir noch im selben Jahr der Entstehung angekauft haben. Spring Seeds meint Frühlingssamen, der Begriff Social Fabric beschreibt ein soziales Gefüge oder eine Gesellschaftsstruktur. Unter diesem Titel fasst Nevin Aladag eine Serie hybrider Teppichcollagen. Die Herstellungsverfahren und Produktionsorte der verwendeten Materialien umfassen das gesamte Spektrum der Teppichproduktion. Von traditionellen Handknüpfungen aus unterschiedlichen Gegenden der Welt, beispielsweise Indien, dem Iran und der Türkei, über kommerzialisierte orientalische Teppiche bis hin zu industrieller Massenware des globalisierten Marktes. Nevin Aladag arrangiert die Fragmente unter materialästhetischen Gesichtspunkten zu einem universellen ornamentalen Muster. Dies ist bereits die zweite große Arbeit, die das Kunstmuseum von Nevin Aladag besitzt. Im Jahr 2016 konnten wir das Video Traces im Rahmen des Kubus-Sparta Kunstpreises von ihr ankaufen und haben diese Arbeit mitproduziert. Produktionsort war damals nämlich Stuttgart und somit reiht sich dieses Werk in ihre Serie der sogenannten Städteporträts ein. Nur ein Jahr später wurde Traces mit Stuttgart in Venedig auf der Biennale gezeigt. Eine weitere Künstlerin unserer Sammlung ist Birgit Brenner, die 1964 in Ulm geboren wurde und heute in Berlin und Stuttgart lebt. Seit 2007 ist sie Professorin für Installation an der Akademie der Bildenden Künste hier in Stuttgart. Was wir hier in den Sammlungsräumen sehen können, sind zwei von drei Werken, die wir in den letzten Jahren angekauft haben. Birgit Brenner schafft objekthafte Werke wie Steffi von 2014. Bekannt ist sie vor allem für ihre großen, raumgreifenden Installationen. Inhaltlich interessieren Birgit Brenner vor allem private Dramen. So lässt sie sich inspirieren von den alltäglichen Auseinandersetzungen, die sie in Cafés am Nebentisch bei Paaren beobachtet oder im Internet findet. Auch die inneren Dialoge ihrer Figuren sind genaue Bestandsaufnahmen gesellschaftlicher Zustände. Besonders gut sehen kann man das an ihrer Arbeit Aufpassen von 2012, die auf einer Kurzgeschichte von Julie C. beruht und diese weitererzählt. Zu lesen sind die Sätze: Irgendwann war das Geld weg, die Stimmung auch. Deine Schuld, ein Tritt gegen seinen Rollstuhl. Und sie verlässt das Zimmer und schließlich ihn. Und so führt Birgit Brenner in ihren Werken Kunst und Leben zusammen. Sie zeigt die Einsamkeit der Menschen oder deren Angst vor dem Alter
oder die Auswirkungen von sozialem Abstieg.